24 Uhingen. Der Hindernislauf in Uhingen wird Ihnen präsentiert von der Sparda Bank Baden-Württemberg. Immer wieder das Antreten durch die Hindernisse, den Fluss einfach vom Laufen, den man als Läufer her kennt, unterbrechen und dann eben eine andere körperliche Belastung als das reine Laufen. Ja, der Kick halt einfach, pack ich's nicht, immer härtere Hindernisse, wie auch Robin vorhin gesagt hat, den Lauffluss unterbrechen, was tragen, klettern, schleppen, wieder nochmal kriechen und dann nochmal Gas geben natürlich, halt den inneren Schweinehund gegen sich selber kämpfen. Eigentlich ist beim Hindernislauf ist auch nur Kopf, kann ich meinen Kopf ausschalten. Letztes Jahr war es super, nachts ein bisschen anstrengend, kritisch, ja, teilweise bist du auch allein auf der Strecke. Was mir gefällt nachts ist die Dunkelheit, also ich laufe auch im Winter gerne im Dunkeln. Aber irgendwann hast du einfach keinen Bock mehr. Ja, denkst, oh Mann, wann ist endlich die 24 Stunden rum? Ne? Aber dann geht die Sonne wieder auf und dann kriegst du wieder Energie und dann geht's wieder los. Ich denke, wenn man sich immer wieder abwechselt, wenn man sich eine gute Strategie vorher zurechtlegt im Team, dann ist das, denke ich, auch machbar, wenn man jetzt nicht den Trainingsstand hat von einem Top-Läufer, sondern eben doch irgendwo ein Anfänger ist und dann wirklich einfach locker anfangen. Das Rennen ist lang und einfach Spaß dran haben, Runde für Runde genießen. Also ich freue mich auf die Partypizza danach am meisten, die ich letztes Jahr alleine gegessen habe. Nein, wie der Robin schon vorhin gemeint hat, jede Runde macht Spaß. Einfach Spaß dran haben. Ja, hört sich jetzt für halt Nicht-Hindernisläufer irgendwie komisch an, aber jedes Hindernis macht Spaß, auch wenn es weh tut. Den Spaß nehmen wir mit. Die ganze Gesellschaft und das Publikum, weil es ja super. Ich hoffe, dass das Wetter wieder passt und die Menschen dort waren echt klasse und macht einfach Spaß. Der Hindernislauf in Uhingen wird Ihnen präsentiert von der Sparda Bank Baden-Württemberg.